Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raab und hier geht es natürlich wieder ums Thema Optionen. Und ich habe euch schon am Wochenende gesagt, wir wollen uns heute mal über den Skew unterhalten. Und zwar, wie verhält sich eigentlich der Skew, also die Optionsschiefe, während eines Marktzusammenbruchs? So, für alle, die jetzt beim Wort Skew oder bei diesem Begriff Skew noch nicht so genau wissen, was es ist, mal noch eine ganz kurze Erläuterung. Es gibt auch Videos hier in diesem Kanal. Das heißt, wenn ihr einfach mal oben sucht, Optionsstrategien plus Skew, Skew, S-K-E-W geschrieben, dann findet ihr das auch. Aber nochmal ganz kurz zusammengefasst. Bis 1987 war es so, dass Call-Optionen und Put-Optionen das gleiche gekostet haben. Das heißt also, eine mit der gleichen Laufzeit, eine Option am Delta 10 hat genauso viel gekostet, der Call als auch der Put. Dann hat man gemerkt im 87er Crash, naja, das ist ja doch nicht so richtig. Und es ist auch irgendwo logisch, weil ja die Seite, die mehr gefährdet ist, bei Aktien sind das eben die Unterseiten, also das heißt die Puts, die werden ja viel, viel stärker nachgefragt. Und aus diesem Grunde sind Put-Optionen in der Regel immer teurer als Call-Optionen. Und deswegen heißt das Ganze, früher hieß das Ganze Smile, das war halt so ein lächelndes Gesicht. Und mittlerweile heißt das eben Skew und das bedeutet, die eine Seite ist teurer als die andere. In Aktienmärkten sind das in der Regel die Puts. Bei Rohstoffen können es aber auch die Calls sein, wenn also zum Beispiel ein Markt nach oben ausbricht. Wie ist das jetzt aber, wie verhält sich dieser Abstand, also wie groß ist der Unterschied beim Skew, wenn wir eine normale Marktsituation haben und wenn wir so, wie jetzt zuletzt Anfang Februar gesehen, so eine, sagen wir mal, Korrektursituation haben. Ich habe euch da mal ein paar Bilder und ein paar Charts mitgebracht. Schauen wir uns mal als allererstes an einen Chart des SPY. Das ist also dieser ETF auf den S&P 500. Und der eignet sich für solche Untersuchungen immer ganz gut, weil er eben sehr, sehr viele liquide Optionen hat. Ihr seht hier am 1.2., der Markt war ein ganz klein bisschen der Untergang, war aber alles noch okay. Und wenn wir uns jetzt hier dieses Bild anschauen, das ist aus Option View heraus, dann seht ihr genau diesen Skew, wie er an diesem 1.2. abends um 22 Uhr unserer Zeit, also zum Ende des amerikanischen Handels, gegeben war. Das heißt also, der Call hat 65 Cent gekostet, der Put hat 87 Cent gekostet. Ihr seht also, der Put kostet mehr als der Call. Und wenn man das ausrechnet, sind das genau 33%. Das heißt, die Puts waren um 33% teurer als die Calls. So, jetzt kam dann dieser 5., 6. Februar. Die Märkte tanken, es ging nach unten. Ihr seht das hier im Chart eingeblendet. Wenn wir jetzt also nochmal das Gleiche machen, das heißt, wir gehen wieder her und wir schauen wieder, was kostet denn jetzt ein Call am 10er Delta, was kostet jetzt ein Put am 10er Delta, müssten wir ja, wenn sich der Skew verändert, einen Unterschied feststellen. Schauen wir mal. Ihr seht es hier wieder in diesem Ausdruck, wieder aus Option View. Das heißt, ich habe natürlich jetzt nicht die beiden alten Optionen miteinander verglichen, sondern jetzt wieder neue genommen. Oben einen 10er Call, unten einen 10er Put. Und ihr seht, da hat sich schon etliches bewegt. Die Calls sind teurer geworden, das heißt, die kosten jetzt mittlerweile auch 1,42 $. Und die Puts, die ja vorher um die 80 Cent gekostet haben, die kosten mittlerweile 2,13 $ am Delta 10. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite natürlich, und das ist ja auch zu erwarten, wenn sich der Markt bewegt, wenn die Volatilität ansteigt, dann verändern sich die Optionspreise. Das hätte man vielleicht in dieser Höhe auf jeden Fall erwartet beim Put. Vielleicht ist für einen oder anderen neu, auch die Calls werden natürlich teurer. Das heißt also, hier sieht man, dass die Calls fast das Doppelte kosten oder mehr als das Doppelte kosten, was sie vorher gekostet haben. Wie ist jetzt aber die Differenz zwischen Calls und Puts? Das heißt, wie ist jetzt der Skew? Und der hat sich natürlich auch ausgeweitet. Also, wo wir vorher einen Unterschied von 33% haben, haben wir jetzt einen Unterschied von über 50%. Das heißt also, obwohl beide Optionen durch den Anstieg der Volatilität teurer werden, ist es natürlich so, dass die Puts nochmal etwas mehr teurer werden. Ne? Es ist jetzt aber auch nicht so dramatisch, wie man vielleicht erwartet hätte, dass man sagt, oh, die werden jetzt 500% teurer oder so. Nein, das ist es nichts. Aber der Skew hat sich schon ausgeweitet. Das heißt, wenn ihr euch das auf so einer Kurve darstellen würdet, ne, dann wäre die jetzt steiler geworden. Das heißt, die Puts würden jetzt ein bisschen mehr kosten als vorher. So, das ist eine ganz interessante Erkenntnis, die man aus solchen Untersuchungen gewinnen kann, weil das heißt natürlich, dass man auf der einen Seite, wenn man sieht, oh Mensch, die Calls werden auch so teuer, deswegen macht es oftmals gar keinen Sinn, dass man sagt, man kauft nach einem Crash Calls, weil die sind einfach zu teuer.
Wenn man jetzt aber das doch irgendwie machen will, ja, dann muss man auf einen kleinen Trick zurückgreifen. Und zwar dann sollte man versuchen, das mit Puts zu gegenfinanzieren. Das heißt also Puts verkaufen, Calls kaufen. Das ist ja quasi eine synthetische Long-Position in einem Underlying. Und dann hat man nämlich ganz einfach den Vorteil, dass man dadurch von der doch etwas höheren Preisung des Puts profitieren kann. Das heißt, wenn die Vola jetzt wieder runtergeht, werden sowohl der Call als auch der Put verlieren. Aber der Put wird noch etwas mehr verlieren, was ja auch logisch ist, weil er vorher auch mehr Volatilität aufgenommen hat. Also, ganz kurz zusammengefasst, wir merken uns, in einem Crash geht der Skew auseinander, das heißt, die Puts werden prozentual teurer als die entsprechenden Calls, und das kann man wiederum nutzen, wenn man dann auf ein Ende des Crash setzt, indem man eben solche Strategien aufsetzt, dass man sagt, ich kaufe Calls und finanziere die mit Puts dagegen. Wenn man das richtig macht, wenn man die Laufzeiten bzw. besser gesagt die Strikes richtig einsetzt, dann kann man das Ganze sogar für Break-Even machen, hat dann quasi ein Lotterielos, um zu schauen, okay, wie geht's nach oben. In diesem Sinne, euch eine angenehme, erfolgreiche Woche. Schreibt mir mal, wie ihr den Skew nutzt, ob ihr Strategien nutzt. Hier bei eurem Optionshandel, schreibt mir das in die Kommentare, und dann sehen wir uns schon wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg, kommt gut durch die Kälte. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.